Hallo meine lieben YouTuber, hier ist wieder euer Peter Rockabilly aus seinem 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Ja, nochmal ein kurzes Update. Ich stehe jetzt hier in meinem Schlafzimmer und ich habe ja ein Video davor, was ihr noch sehen werdet, das lade ich nachher hoch und das auch hier, habe ich ja meine Gardinenleiste angebracht. Mit neuen Dübeln und neuen Schrauben. Und ich habe mir gedacht, meine weißen Gardinen, auch aus den 50er, 60er Jahren, natürlich selbstverständlich frisch gewaschen und auch aus dem tierfreien Nichtraucherhaushalt, sind ja eigentlich für mein Wohnzimmer zu kurz. Und da ich sowieso auf die Fensterbank keine Pflanzen stelle, sondern später dann auf den 50er, 60er Jahre Blumenständer oder Blumenbank, sagt man dazu, habe ich mich entschlossen, die weißen Vorhänge ins Schlafzimmer aufzuhängen. Und dann kommen ja noch die Senfgelben zum Zuziehen. Und ja, jetzt dachte ich einfach mal kurz, bevor ich gleich noch unter die Dusche springe und einkaufen gehe, dass ich euch einfach mal das Ergebnis zeige, wie es einfach jetzt aussieht. Und ja, ich bedanke mich schon mal fürs Zuschauen. Liken, abonnieren nicht vergessen, dranbleiben, einschalten und seid gespannt, wie es weitergeht. Ja, es wirkt jetzt vielleicht, wenn ich jetzt hier nicht mit dem Licht filmen würde, etwas dunkel. Aber wir haben es ja auch Winter draußen und es ist ja so die Zeit, wo es hier bei uns im Dorf ab 15 Uhr ein wenig dunkel wird. Ja, gut, dann zeige ich euch noch kurz das Ergebnis und weitere Videos von meinem Schlafzimmer folgen, wenn die anderen Vorhänge da sind, wie ich das bereits in den anderen Videos erwähnt habe, und wenn meine Deckenlampe, mein Deko und sonst was drauf ist, sonst was hier und da steht, da ist so. Ja, dann drehe ich mal die Kamera. So, ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Ich zoome das jetzt mal ran. So, ist doch klasse, ne? Passt optimal fürs Fenster. Sind zwei so kleine Stücke. Optimal. Nicht zu lang, braucht man nichts kürzen, gar nichts. Ja. Und es wirkt auch gleich so harmonischer. Ja, die Nachtschränke oder Kommoden stehen eigentlich neben dem Bett, aber ihr seht ja, also ich habe es hin und her versucht zu drehen und ich wollte unbedingt, dass meine Frisierkommode halt hier so steht, wie ich das schon mal in einem meiner Videos erwähnt habe. Und da es halt nicht anders geht, muss das vorerst erstmal so bleiben, bis ich mir was anderes einfallen lasse. Aber ja, ich bin trotzdem zufrieden und einfach dranbleiben und einschalten nicht vergessen und mir gewogen treu sein. Liken ist leider momentan nicht möglich. Ich werde demnächst noch ein bisschen Unterstützung kriegen bei der Einstellung von meinem YouTube-Kanal. Aber teilen ist erwünscht. Ja. Dann sage ich mal Tschüss und bis zum nächsten Mal in mein 50er, 60er Jahre Hobbyheimmuseum. Tschüss.